Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Robert Wüst, sehr geehrte frisch gebackene Meisterinnen und Meister, meine sehr verehrten Damen und Herren. Erstmals seit Ausbruch der Pandemie findet heute wieder eine Meisterfeier der Handwerkskammer Potsdam statt. Viele glückliche Handwerkerinnen und Handwerker erhalten dabei ihre Meisterbriefe. Die neuen Meisterinnen und Meister beenden damit einen anstrengenden Abschnitt ihres Lebens und beginnen eine neue Berufsphase. Dass Sie die Ausbildung in der Zeit der Corona-Pandemie gemacht haben, ist aller Anerkennung wert. Ich möchte mich dafür ausdrücklich bedanken. Das Handwerk braucht Sie, Brandenburg braucht Sie. Von Corona lassen sich weder die neuen Spitzenfachkräfte noch die Brandenburger Wirtschaft aufhalten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich die Konjunktur weiter erholt. Es lohnt sich daher auch nach wie vor, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Dass der nicht ganz ohne ist, wissen wir alle. Gerade in der Anfangszeit lauern viele Klippen, die umschifft werden müssen. Die Gründerinnen und Gründer bekommen jedoch Unterstützung durch die Handwerkskammer, durch erfahrene Spezialisten und Fachleute und auch durch die Landesregierung. Ich appelliere deshalb an Sie, setzen Sie Ihre Befähigung zur Ausbildung in die Tat um. Denn die duale Ausbildung ist das Fundament der Fachkräftesicherung. Die neuen Meisterinnen und Meister haben die Herausforderung, die eine Ausbildung während einer Pandemie mit sich bringt, zielstrebig angenommen. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin diese Zielstrebigkeit. Ich wünsche Ihnen viel Ausdauer, Weitsicht und Kraft.